Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pacific Drive. So, wir haben in der letzten Folge alles repariert, alles wieder schick gemacht und wollen jetzt auf Tour gehen. Und ich habe gerade ohne euch einfach schon mal geguckt auf der Karte, wo wir hinfahren können, weil unsere Mission ist, kehre durch ein Portal des innersten Sektors zurück. Das heißt, wir müssen irgendwo hier hin. Und ich habe mir angeguckt, was hier so ist, ne, weil ich habe ja 3 Scannerladungen. Wir werden hier hinfahren, weil erschütternde Explosionen klingt immer noch besser, wie alles fällt auseinander oder da bewegt sich etwas und leichte Umgebungsstrahlung. Ich möchte nicht, dass sich da irgendwas bewegt. Deswegen fahren wir dorthin und fahren dann zurück. Dann haben wir unsere Mission erfüllt. Ich meine, erschütternde Explosion ist immer noch nicht schön, aber alles fällt auseinander, ist jetzt auch nicht besser. Und ich will nicht, dass sich da irgendwas bewegt. Boah, wer weiß was. Ich meine, da bewegt sich überall was in diesem Spiel, ne? Mit den Anomalien. Aber ist ja so, nee, ich möchte das nicht. Was? Download abbrechen. Du würdest doch auch kein Auto herunterladen. Download abbrechen, 55%. Okay. Was ist hier passiert? Sag mal, hatten wir an der Maschine gestern noch geguckt, ob wir noch irgendwas verbessern können? Schnellzapfsäule. Ich wollte sparen, ne, auf irgendwas. Mein Motor ist ja hin. Also entweder bauen wir nochmal so einen Turbomotor, einen neuen. Ich wollte den Dings vergrößern, den Materieregenerator. Ich brauche Sumpfeier, noch ein paar. Nicht mehr viele, aber so ein paar. Okay, I remember. Nein, wir fahren noch nicht los. Also ich glaube, unsere Batterie wird jetzt immer im Stand sich leeren, weil ich bin ins Spiel geladen, habe nichts gemacht und Batterie ist einfach leer. Also ich glaube, wenn unser Auto steht, verlieren wir jetzt halt einfach kontinuierlich Batterie. Das wird jetzt halt wahrscheinlich einfach immer so sein. Weil wie gesagt, wir können die Batterie ja auch nicht rausnehmen, wir können die nicht tauschen, wir können gar nichts machen damit. Also müssen wir mal gucken. Heute kommt wieder Musik. Mal gucken. Hui! So, und wir fahren. Hier ist dichter Nebel, Ankerinterferenz. Wir fahren, glaube ich, in den dichten Nebel. Hier gibt es eine Tankstelle. Hier haben wir auch ein bisschen mehr Zeit. Weil wir müssen eh über die Ankerinterferenz dann fahren. Weil dann fahren wir hier hoch. Hier fahren wir nur super schnell durch und dann nach da. Also vielleicht fahren wir in die anomalen Wolkenfelder jetzt erstmal. Ja, da gibt es eine Tankstelle, da können wir unseren Tank gegebenenfalls nochmal auffüllen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir hier noch einen Anker mitnehmen können, wenn der auf dem Weg liegt irgendwie. Ich weiß ja nicht, ob heftige Explosionen besser sind oder nicht so schlimm sind, wie alles fällt auseinander. Aber ich habe halt einfach das Gefühl, dass ich bei Explosionen vielleicht noch die Möglichkeit habe, auszuweichen. Wohingegen, wenn alles einfach auseinanderfällt, ich ja nicht entgegenwirken kann. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so meine Denke gerade. Kann natürlich sein, dass ich komplett falsch denke. Und das ist genau andersrum schlimmer, aber ich weiß es nicht. Ist hier irgendwo Loot? Jetzt ist wieder die Frage, ob hier guter Loot ist. Dass sich das Anhalten lohnt. Versuchen es mal.
Ich wollte doch eigentlich noch Sachen einpacken. Ah, das habe ich vergessen. Das wollte ich noch machen. Ich wollte doch Sachen aus meinem Schrank einpacken. Sowas wie Klebeband. Hallo? Und so. Wisst ihr, dass ich das nicht sammeln muss? Ach, verdammt. Hab ich vergessen. Naja, es ist ein neuer Aufnahmetag, ne? Also, da kann man schon mal ein paar Sachen einfach vergessen. Ich sag, wie es ist. Wisst ihr, ich kann mir bei dem Spiel ja sowieso nicht wirklich irgendwas merken. Was nehmen wir noch mit? Elektronische Bauteile sind wichtig. Ha. Okay, warum steht da Ha? Ich weiß es nicht. Warum da Ha steht. Ist zu, da kommen wir nicht rein. Ich meine, wir haben hier wenigstens kein haarsträubendes Tempo, also wir brauchen nicht wieder Angst haben, dass irgendwas unser Auto davon jagt. Gummi braucht man auch auf jeden Fall. Das Auto ist noch da. Warte, das ist hier drin. So, einfach erstmal ein bisschen Grundloot mitnehmen ist halt, glaube ich, nicht verkehrt. Einfach, dass wir was haben. Na, das ist leider keine hilfreiche Tonne, aber egal. So, ich will mich jetzt auch hier nicht zu lange aufhalten, ne? Wir wissen ja wieder nicht, wie lange wir Zeit auf der Map haben. Ich gehe mal zurück. Ich meine, das Gute ist, wenn hier Wind ist, dreht die ganze Zeit mein Rad. Das heißt, meine Batterie dürfte auch nicht so leer werden. Weil mein Rad ja eigentlich die ganze Zeit für Strom sorgt. Das ist jetzt die Frage, holen wir uns noch den Anker da unten? Suchen wir es? Ja, oder? Nehmen wir kurz Halt. Ich weiß gar nicht, war mein Reservetank voll? Ja, der ist voll. Du auch? Du bist auch voll. Okay, es ist alles voll. Dann machen wir das bisschen, was wir jetzt verfahren haben, wieder voll. Gut, ist halt so. Okay. Wir lassen den Loot jetzt einfach mal liegen. Ich möchte mir lieber noch einen Anker holen. Okay, Sturm ist vorbei. Wenn wir jetzt einfach auf der Hauptstraße bleiben, müssten wir an dem Anker vorbeikommen. Hier waren wir auch schon auf der Map, ne? Hier sind so viele Loot-Sachen. Ich muss die Sachen auch mal in den Kofferraum packen. Das ist mein Inventar gleich wieder voll. So rum. Das dahin. Okay. Weiter geht's.
Na, ich habe wieder ein Herzchen gekriegt vom Auto. So, da vorne ist so ein kleiner Entführerarsch. Da machen wir jetzt einfach mal schnell dran vorbei. Da ist der Anker. So. Shit. Ja, es war klar. Ja, ziemlich ruhig. Meine Handbremse ist angezogen. So, schnell weg hier. So, dann fahren wir jetzt zurück. Und dann fahren wir hier raus. Ich muss sagen, inzwischen sind diese Anfangsanomalien wie Entführer oder hier diese Häschenkacke oder diese Felder, die überall sind, ne? Da, wo man am Anfang schon noch irgendwie dachte, so, oh mein Gott, was ist das? Was mache ich nur? Die sind inzwischen halt so, ja, okay. Oh, verpiss dich jetzt. Geh weg. Wie lange willst du denn noch vor mir rumspringen? Hau ab jetzt. Ah, da ist ein Entführer. Der kann sich um das Häschen kümmern. Ui. Ist das auch noch hier im Tunnel? Das rollt aber auch diesmal weit, ne? Ohne, dass es auf mich zugedings kommt. Normalerweise flattern die gleich auf einen zu. Okay, du bist irgendwo dagegen geknallt. Pech für dich, Glück für mich. So, hier ist halt auch einfach nichts mehr. So, im Auto geht's gut. Sehr gut. Das war jetzt die entspannte Map. Jetzt kommen wir... Gut, Ankerinterferenz wird auch noch entspannt. Da fahren wir jetzt auch einfach nur durch. Aber danach wird Stress, glaube ich, die nächsten zwei. Ach ja, so. Noch schnell was getrunken. Okay, oh, hier ist wieder so ein... Okay, wartet. Wir fahren den Feldweg lang erstmal nach da. Falls wir den Anker sehen, nehmen wir ihn mit. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist das so. Okay, wir müssen den Feldweg nehmen. Ich möchte gern die Radiosendung haben. Hier irgendwo ist der Feldweg. Hier. Oh, hier gibt es scheiß Stachelpfützen. Oh je. Yeah. Ich muss wieder aufpassen. Wo ich hinfahre. Ohne Rohrpost. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ein Aufkleber, den nehme ich doch auch gerne.
So, ich glaube, für Schrott habe ich noch 2 Stück einstecken. Sogar. Ja. So. Okay. Weiter geht's, den Feldweg entlang. Nee, ist kein Wackelfrack. Grad gedacht, scheiße, ist das jetzt ein Wackelfrack oder nicht? Das ist keins. Okay, hier sind wieder Touristen. Hui. Hat's mich erwischt? Hat es. Komm da weg. Abmarsch. Wo ist es hin? Mir wurde mal gesagt, ich soll die mal auseinandernehmen. Die geben Plasma. Komm her. Wollen nicht weg. Wartet mal, wenn ich jetzt hier querfeld einfahre. Sollte das doch funktionieren. Dann musst du ja nicht den ganzen Umweg fahren. Weil hier ist doch relativ ebene Strecke. Ich sagte relativ. Bitte nicht in eine Stachelpfütze. Das wäre super. Bäume bremsen auf jeden Fall. Und da vorne ist ein Anker. Na, sehr gut, dann nehmen wir den noch mit. So, Frequency Folge 2, Teil 4. Also ich glaube nicht, dass wir das alles fertig kriegen werden mit Frequency, aber wenigstens Folge 2 möchte ich gern fertig noch haben. Das wäre schön. So. Einmal hier außen rum um den Bums. So. Wo müssen wir denn dann hin? Hier ist die Straße. Okay. Okay, Paula. Aufpassen, dass ich nicht in so eine blöde Stachelpfütze fahre. Das ist gerade irgendwie so meine größte Angst. Flackert mein Licht schon wieder. Ja, ich habe schon wieder meine Lieblingsmacke, ne? War in die falsche Richtung, Moment. Ich habe schon wieder meine Lieblingsmacke. Ich habe Lenkrad dreht sich. Au. Ich habe Lenkrad dreht sich, Scheinwerfer wird dunkel. Ey, was, das ist das fünfte Mal oder so, dass ich diese Macke habe. Das ist doch... Na, der Anker hat sich gelohnt. Das waren 1,1 Klimm. Ein Poller? Was ich am Anfang Angst vor diesen Pollern hatte, ne? Ach, das waren einfach nur Vögel. Ich habe gerade gedacht, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Aber das waren, glaube ich, einfach nur irgendwelche Vögelchen. Okay. Bisher, ne? Bisher ist doch okay. Ich möchte es nicht beschreien.
Ich glaube, ich tanke nochmal voll jetzt. Ich mache nochmal einen Sprit jetzt voll, bevor wir weiterfahren. Ich weiß auch, dass ich mir auf den Maps rein theoretisch, glaube ich, viel mehr Zeit lassen könnte, was das Looten betrifft. Ne? Ich glaube, man hat pro Map so eine Viertelstunde oder so auf jeden Fall Zeit. Aber wir wollen ja auch mal vorwärts kommen, ne? Also dieser Benzinsynthesizer, ne, der bringt's halt schon, ne? Muss man halt mal so sagen. Pumpen nochmal ab. Der hier war voll, ne? Ja. Okay. Jetzt wird's stressig. Jetzt haben wir wieder eine schnelle Zone mit extremen Bedingungen. Gespenstischer Dunkelheit. Okay, wir machen erstmal eine halb Dings auf dem Highway wieder. Ein Zwischenstopp. Oh Mann, ey. Ich bin schon im mittleren Ring jetzt. Und ich fahre durch einen Sumpf. Hä? Ich spare mir jetzt mal mein Licht. Ja, ich weiß, es ist schon wieder recht dunkel, aber ich spare mir mein Licht für die nächste Map mit der gespenstischen Dunkelheit, weil da brauche ich es auf jeden Fall. Dann brauche ich meine Batterie. Wir fahren jetzt hier einfach durch. Und vielleicht finden wir ja hier noch ein paar Sumpfeier. Tatsächlich. Oder vorne ist sogar ein Anker. Ist das richtig? Oder was ist das da vorne? Ja, die Straße ist hier so ein bisschen unterwässert. Unterwassert? Unterwässert? I don't know, wie das heißt. Unterschwemmt? Oder, warte mal. Da vorne sind Sumpfeier. Anomaliestudien Teil 6. Hatten wir das nicht schon? Oder waren das Laborberichte? Ach du Gott, ist hier viel. Primitiver Schein. Nee, lass mal jetzt einfach mal den Scheinwerfer. So. Das hat sich gelohnt, da war viel drin. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit wir hier quasi auf den Highway haben. Schon. Gib mir. Mehr. Da sind sie, die Sumpfeier. Die brauchen wir. Ich weiß gerade nicht mehr für was, aber wir brauchen sie. Ach, für den Materieregenerator, für den größeren. Ja,
Und die Sumpfkorallen brauchten wir für den größeren Rucksack, ne? Okay, jetzt irgendwie mal schnell hier durch. Ja, ich weiß. Unser Auto ist dafür nicht gemacht. Cool, dann brauchen wir auf der letzten Map auch nicht so richtig anhalten, wenn wir genug Energie haben sollten, was ich bezweifle. Dass wir genug Energie haben. Lass mal den Motor kurz laufen. Nein. Ist mein Motor schon wieder kaputt? Das gibt's doch nicht. Ja, durch das Wasser, ne? Nee? Ja. Also mein Motor ist halt auch, glaube ich, einfach hin, ne? Wir brauchen einen neuen Motor, so viel steht fest. Okay, ich würde auch sagen, wir fahren jetzt hier raus, bevor das hier gleich richtig schlimm wird. Ich will es jetzt hier nicht übertreiben, ich habe die Sumpfeier, die ich brauche. Also raus hier. Hier ist nochmal irgendwo Wasser. Es wird natürlich jetzt wieder super in der ewigen Dunkelheit, wenn unser Licht... Ja, da müssen wir durch. Wenn... Ja, ich weiß. Sorry, Motor. Wenn unser Licht dann jetzt gleich flackert. Boah, puh. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir machen Schluss für heute an der Stelle. Das war eine entspannte Folge. Die nächste Folge wird dann wieder turbulent, weil wir düsen jetzt einfach dann nur schnell über die nächsten beiden Maps und gucken, dass wir zurück in die Werkstatt kommen. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier den Cut heute mal schon an der Stelle und wir gucken mal, was in der nächsten Folge so passiert. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Seid gespannt, ob wir es schaffen oder nicht. Bis dann, macht's gut. Tschüss!